Bin sehr froh, das nächste Panel anzukündigen. Es geht um weibliche Teilnahme im Musikbusiness und hat einen tollen Titel. Wenn sie redet, gibt es eine Revolution. Und es geht darum, wie die Welt ist in einem männerdominierten Geschäft. Ich komme aus der IT und kann mich da sehr gut mit verbunden und kann da sehr gut nachfühlen, wie es für euch ist. Und ich denke, wir müssen Sachen ändern in der Welt. Es sollte nicht nur für Männer sein. Und freue mich ja sehr über diese tollen Frauen für dieses Panel, die ich kurz einführen möchte. Wir haben Alisa Treter, die macht die Moderation heute. Wir haben Asia Tomasi, Emilia Miguez, Shermin Zavala, Sanix, die Grund dafür ist oder ein Teil des Grundes dafür ist, dass wir dieses Panel haben, der diese Idee gestartet. Und wir haben Jalla und Fine, die ein bisschen Performance für uns machen werden. Also lasst uns neugierig sein. Und während jeder Einzelne einen schönen Applaus bekommen hat, geben wir euch einen gemeinsamen Applaus, großen Applaus für alle gemeinsam. Viel Spaß dabei. Okay, danke für diese schöne Einführung. Ich werde auf Englisch sprechen. Das ist nicht meine Muttersprache. Entschuldigt ein bisschen, wenn es komisch klingt. Ihr könnt auch lachen. Nicht so viel bitte, sonst verwirrt mich das. Also das Panel heißt, wenn sie spricht, höre ich die Revolution. Es ist ein Riot Girl Song von Bikili Kill, Rebel Girl. Ich weiß nicht, wie ich werde. Später werden wir über das Riot Girl Movement sprechen, weil das kann vielleicht eine Inspiration für die Musik von vielen weiten Frauen und Non-Binaries. Ja. Ich möchte ein bisschen erzählen, was wir so in den nächsten 80 Minuten machen werden. Sanix hat uns eingeladen, um dieses Panel zu machen heute. Danke, vielen Dank. Und vorher haben wir einen Fragebogen rausgeschickt mit ein paar Fragen, die könnt ihr sehen, auf dem Bildschirm sehen, wie es darum geht, um eine weibliche Künstlerin oder Non-Binary-Künstlerin zu sein. Und aus diesen Sachen können wir ein paar Szenen geschrieben. Und wir haben auch drei professionelle Profis eingeladen, um mit uns zu diskutieren. Asia Tomasi, die auch ein Teil des Booking-Teams vom Kulturkosmos Müritz e.V. ist. Sie ist also verantwortlich auch fürs Fusion zu booken. Daneben ist Shermin Zavala. Die ist eine Bookerin, die zwischen Jordanien und Europa arbeitet. Und sie hat eine eigene Booking-Agentur gegründet. Und das heißt Malai Entertainment Corporation. Und dann haben wir Emilia Miguez, die aus Leipzig, die ist Co-Founderin des Instituts für Zukunft ist, ein Club, und das Female Future Collective gegründet hat. Entschuldigung, Featuring Female Collective. Jalla und Fine sind DJs und Schauspielerinnen. Freuen uns sehr, dass sie auf der Bühne sind. Und Samnix, als ich schon gesagt habe, ist Teil des Content-Teams. Sie ist außerdem DJ, Content-Manager und arbeitet im Mensch-Meier-Club und in allen anderen Kontexten, die Musik und Politik kombinieren. Das sind wir und wollen unsere Erfahrungen sammeln und auch die Strategien, wie man mit dem männerdominierten Musikbusiness umgeht. Und wir wollen das auch mit euch machen. Wir haben am Ende eine Frage- und Antwort-Session, wo wir eure Fragen hören wollen, aber auch eure Inspirationen und Strategien hören wollen. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir sprechen also über weibliche und non-binary Menschen. Wir haben vergessen auch das eine oder die andere vergessen, aber wir versuchen alle zu inkludieren, die sich auch da einbezogen fühlen. Ja, vielleicht könnt ihr die drei Fragen aufstellen.
Entschuldigung, vorher, bevor wir in die Szene gehen, wollen wir euch drei Jungs, Frauen fragen, was ihr genau macht und wie ihr da gelandet seid, wo ihr seid. Ja, okay, ich bin Masio Tomasi und komme aus Italien und habe angefangen, für Kulturkosmos 2016 zu arbeiten. Anfangs habe ich nur ein paar Acts gebucht, mit vielleicht 20 Namen, 2016, aber dieses Jahr waren es mehr und auf meinem Teller und jetzt habe ich gesagt, ich wurde gefragt und klar habe ich gesagt, ich mache das und jetzt, wie viel waren es, 75? Ich bin nicht mehr so erfahren damit, aber es war viel Spaß und viele kreative Arbeit und ich habe viel Unterstützung erfahren und ich habe meine Booking-Agentur, da konzentriere ich mich, kümmere ich mich vor allem um einen Künstler, eine Künstlerin, die sehr berühmt ist und es läuft. Hi, mein Name ist Shemin Sawala. Ich produziere, booke und manage KünstlerInnen, vor allem in Jordanien, im Mittleren Osten, manchmal in Nordafrika, manchmal in Europa, manchmal egal, wo die Künstlerin uns hinbringt. Wir schicken auch manchmal Künstlerinnen da auch hin. Vorher habe ich professionell getanzt und als ich nach Jordanien gezogen bin, gab es da keinen Ort zum Tanzen. Also habe ich Orte zu schaffen, damit Leute Spaß haben können. Und genau, das mache ich jetzt. Danke, als du schon gesagt hast, habe ich fürs IFZ gearbeitet und war da Eventmanager, habe Artistcare gemacht und habe PR gemacht. Und später habe ich dann Workshops und Vorträge organisiert im IFZ, und weil ich auch diesen politischen Teil mochte. Und dann habe ich angefangen, Frauen und Feminismus zu fördern. Und wir haben den Namen vor kurzem geändert, weil wir mehr Menschen mit einbeziehen wollten, weil nicht so viele Frauen einbezogen waren, wollten jeden alle einladen und haben gesagt, es ist wichtig, für Feminismus zu kämpfen, zusammen zu kämpfen, und das ist mir wichtig und deswegen bin ich auch hier heute. Ich bin in diesem Kollektiv und habe da oft drüber gesprochen und diskutiert und das ist deswegen mein Thema. Ja, danke. Wir wollen euch auch noch ein bisschen Überblick geben über das Thema, mit dem wir zu tun haben. Die These für heute ist die Situation von weiblichen und non-binary KünstlerInnen im Musikbusiness. Und vielleicht ist es in der Partyszene und der politischen linken Partyszene ist es wichtiger geworden, mehr weibliche DJs und KünstlerInnen zu fördern. Aber es ist immer noch nicht gleich und immer noch nicht paritätisch. Und da wollen wir ein bisschen Fact-Check machen. Hey, willkommen. Wir haben ein bisschen Überblick gemacht. Es ist eine Studie von Female Pressure Network. Da bin ich auch Teil von ein paar Jahren. Es wurde vor 20 Jahren gegründet von Electric Indigo. Es ist weniger eine Gruppe als ein Netzwerk und alle, die sich als weiblich identifizieren können, da auch teilnehmen. DJs, KünstlerInnen, Leute, die im Musikbusiness arbeiten, PromoterInnen, Labelheads und so weiter. Und da gibt es Freiwillige überall in der Welt, die Festivals, Labels zählen und schauen, wie viele Künstlerinnen, Künstler und gemischte Acts auftreten. Wenn du eine Frau und einen Mann hast, dann hast du einen Mix-Act. Und das, so wird es gezählt. Und ich muss sagen, es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, aber geht nur so ein bisschen darum zu verstehen, worüber wir sprechen. Das ist die erste Zahl. Das ist von 2013. Und da könnt ihr hoffentlich sehen, dass sie Labels und Festivals gezählt haben. Und es gibt eine Prozentzahl. Die Frauen haben 5% Anteil bei den Label-Business und die Männer 87%, gemischt 8. Festivals ist ein bisschen besser, 8,4%. Und Männer sind 83,9% und Mixed sind 7,7%. Das ist nicht so viel.
Festivals. Gleiches Jahr ist Frauen 10%, Männer 82,5% und gemischt 7,5%. Dann 2 Jahre später sehen wir uns, wie das sich entwickelt hat. Festivals, weiblich ist 10,8% blau, männlich ist 82,3% und gemischt sind 6%. Mix bleibt so ein bisschen und der Frauenanteil immer noch sehr niedrig. Es hat sich nicht viel geändert. In Clubs haben wir auch angeschaut und weiblich sind 9,4% und 88% ungefähr männlich. Gemischt ist nicht immer irgendwie gezählt. 2 Jahre später, jetzt haben wir nur ein paar Festivals, die wir uns anschauen. Der weibliche Anteil sind 5,7%, ein Drittel mehr, das ist 15,7%. Männer sind 77,2%, Mix 6,5%. Das bleibt das Gleiche, mehr oder weniger. Wir reden also nur über einen Zuwachs von weiblichen und ein Sinken von männlichen Acts. Ich wollte euch ein Zitat geben, das ich gefunden habe. Machst du auf Englisch? They all want to book female artists. The festival booker at the largest multi-genre festivals are saying, according to a survey by the website Pitchfork Media in 2018, the actual quota was only 19%, and the previous year 14%. Und dann beziehen sie sich nochmal auf die Female Pressure Study. Es ist ein bisschen anders, wie sie zählen, aber wir sagen, sie kriegen ein ähnliches Ergebnis, nämlich 15% Frauenanteil. Und das war's von mir bis jetzt. Ja, danke. Für mich war das sehr überraschend, diese Zahlen zu sehen. Ich dachte, es sei noch viel mehr im Gleichgewicht. Und das ist der Grund, weshalb wir heute hier sind, um das zu diskutieren, warum es so ist und was wir tun könnten, um das zu ändern. Bevor wir die Diskussion eröffnen, würde ich Jala und Fine nochmal einladen, die erste Szene für uns zu lesen. Und diese Erfahrungsberichte wurden auf unserer Umfrage gesammelt. Vielleicht können wir die Fragen nochmal anzeigen. Das sind die 3 Fragen, die wir weiblichen und nicht-binären Künstlerinnen und BookerInnen gesendet haben und sie gebeten haben, die zu beantworten. Die erste dreht sich um die tägliche Arbeitssituation. Was sind Situationen, die dir als weiblichen oder non-binären Booker und Artist häufig passieren? Als zweites fragten wir nach der persönlichen schlimmsten Erfahrung, die schlimmste Situation, die als weiblich gelesene oder non-binäre Person widerfahren ist. Und als drittes ging es um die persönlichen Strategien, mit solchen Situationen umzugehen und was die Personen vielleicht in ihrem Leben ändern möchten. In der ersten Szene folgen wir einer weiblichen DJ durch eine Nacht im Club. Mein DJ-Name ist nicht explizit weiblich. Es passiert, dass ich dem Artist-Dinner oder im Backstage rein will und ich werde nicht begrüßt wie alle anderen. Sie glauben, ich bin die Freundin von irgendwem. Wenn sie rausfinden, dass ich ein Künstler bin oder vielleicht sogar eine Headlinerin, werden die Leute plötzlich sehr freundlich. Manchmal sind sie überrascht, manchmal entschuldigen sie sich für ihren Fehler. Das passiert auch an der Tür. Wenn ich zusammen mit männlichen DJs durch die Tür will, werden sie herzlich willkommen geheißen und mir wird gesagt, bleib doch draußen, warte draußen. Und das ist häufiger, dass die Situationen passieren, wenn ich mit männlichen DJs unterwegs bin. Die Aufmerksamkeit wird automatisch auf die männlichen DJs gerichtet. Die Präsenz einer weiblichen DJ scheint weniger natürlich zu sein. It often happens to me as a female DJ when I want to set up my tech that the male DJ that's currently playing, and this has never happened with a female DJ before, just starts helping me without asking. For example, by taking my cables, connecting to the mixer. Or what also happens often, that people just start playing with the effects or the volume while I'm playing. I've considered the strategy that the moment this happens, I don't say anything because I want to focus on my set and I don't want to have my concentration disrupted.
in case a discussion would ensue. And after my set, I'm going to talk to the people and tell them my opinion of their actions. Another idea that I developed with other female DJs was a small card with the words, "Would you have done this if I had a dick?" printed on it. And then just hand them this card if anything like this happens again while I'm playing. Then I don't have to discuss, and my mood doesn't go down. On the back of the page, there should be an explanation about the topic. Die schlimmste Situation ist vor ein paar Jahren passiert. Ich war schon professioneller DJ und spielte in einem der größten Clubs in Berlin, wo ich gelegentlich auflegte. Ich kam morgens am DJ-Pult an. Der Artist-Kerl hat mir zuerst gesagt, dass ich den DJ-Booth bitte verlassen soll, weil der Techniker Platz zum Arbeiten brauche. Das ist okay, aber der Ton war nicht sehr freundlich. Der andere DJ spielte noch. Ich habe den Techniker also seine Arbeit machen lassen und in der Nähe vom DJ-Stand gewartet. Als er fertig war, habe ich mich vorgestellt bei dem DJ, der noch am Spielen ist. Er hat mich begrüßt und meinte, hol doch bitte Getränke von der Bar. Das habe ich auch schon für andere gemacht. Okay, kein Problem. Dann kam ich zurück und ich wollte meine Sachen aufstellen und anfangen zu spielen. Aber der andere DJ hat mich einfach nicht an den Mixer gelassen, obwohl ich vorher schon alle meine Sachen hingestellt hatte. Er wusste also, dass ich loslegen sollte. Da war ich schon 20 Minuten hinter der vereinbarten Zeit. Als ich darauf bestanden hatte, nannte der DJ mich Schätzchen und sagte, ach komm, geh doch an die Bar, ich spiele hier, was willst du denn? Ich war schockiert und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe das Artist Care angerufen, aber der Techniker war so kühl und unfreundlich, dass er das Problem nicht gut lösen konnte. Er fing an, den anderen DJ anzuschreien, er solle doch gehen. Der DJ schrie zurück. Das hatte aber nichts damit zu tun, mich zu unterstützen. Es war wie ein Hahnenkampf zuzusehen. Die Situation geriet außer Kontrolle. Dann rief jemand die Freundin des DJs an, die am Einlass arbeitete. Sie ging zu ihm, redete mit ihm und nach einer kurzen Weile durfte ich endlich meine Sachen aufstellen. Sie hat sich in seinem Namen für seine Aktion entschuldigt. Ich habe mein Set dann 40 Minuten zu spät und zitternd begonnen. Am nächsten Tag schrieb ich alles auf und schickte es an die Bookerin, die mich gebucht hatte. Aber es gab keine Reaktion. Ich habe nochmal nachgefragt, ob er meine Mail bekommen hatte, aber auch darauf nie eine Antwort bekommen. Was mich am meisten nervt, ist, wenn Typen mich die ganze Zeit anstarren, während ich spiele. Oder wenn sie versuchen, den Mixer anzufassen, irgendwelche Knöpfe zu drücken oder die Lautstärke zu verändern. Aber der schockierendste Moment für mich war, als ich mit einem anderen männlichen Kollegen zusammengespielt hatte. Ich war am Mixen und hielt die Kopfhörer an meiner Hand, als der Artist-Kerl mit den Turntables für den nächsten DJ kam. Er brauchte Platz und schrie mich an, dass ich den DJ-Booth verlassen sollte. Nachdem ich ihn konfrontierte, hat er erst realisiert, dass ich der DJ im Mix war. Das war ihm sehr peinlich. Er hat sich dann auch entschuldigt. Trotzdem war ich so verstört, dass ich ein paar Minuten brauchte, um mich wieder zu konzentrieren. Es war schlimm festzustellen, dass ich nicht als DJ wahrgenommen wurde, sondern als Groupie. Ich würde wetten, dass das Artist Care doppelt hingeschaut hätte, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Und ich verstehe das, die haben auch Stress, aber es zeigt, wie diskriminierend und unprofessionell Arbeiter in diesem Feld sein können, ohne dass es ihnen bewusst ist. Worst part is being hit on or even touched when you're working behind the booth, because you can't really ask for help. In everyday situation, I would know how to help myself, but if you're trapped within one square meter, you need support. Also, the wage ideas of male performers diverge quite far from that of female artists. Why? What's up? I was playing music once and some guy came to me and said, wow, for being girls, your music is really nice. Vielen Dank. Das ist nur eine Sammlung, ein paar der Antworten, die wir bekommen haben. Habt ihr noch ähnliche Situationen, vielleicht aus eurem Arbeitsleben oder vielleicht noch Strategien mit dem Umgang damit? Ihr habt ja verschiedene Arbeitsfelder, manchmal seid ihr nicht immer hinterm Schreibtisch, aber vielleicht auch nicht immer im gleichen Arbeitsbereich. Also wenn ihr ein paar Gedanken habt, es gibt ein Mikrofon. Ja, ich
kenne all das aus eigener Erfahrung, auch vom Kollektiv reden wir häufig darüber und ich arbeite auch manchmal als DJ. Und es gibt so viele Probleme, die du erwähnt hast und Strategien. Ich glaube, dass als erstes ist wichtig, dass wir diese Erfahrungen teilen und dass alle wissen, dass sie nicht alleine damit sind. Denn Frauen haben häufig das Gefühl, dass es ihr eigenes Problem ist, dass sie irgendwie schuldig sind, dass es nur ihnen passiert. Und deshalb ist es ein guter Anfang, dass wir alle hier sind und darüber reden können. Ich würde sagen, falls jemand während des Sets wirklich nervig ist, kann man die Musik ausmachen und das klarstellen. Denn so kann es nicht gehen. Es ist wirklich, wirklich scheiße, dass es immer noch passiert. Nicht nur am DJ-Desk, sondern wirklich überall. Und wir sollten das wirklich sichtbar machen. Das wäre eine Strategie. Ich wollte nur mal nachfragen, die Strategie wäre, dass man in dem Moment einfach wirklich aufhört zu spielen und sagt, ich spiele in dieser Situation nicht weiter. Ja, das ist wirklich ein harter Move, aber es ist wichtig, um das klar zu machen. Denn es ist echt schwierig, sonst Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da kann man einfach mal die Musik leise machen und das, ja, so eine interessante Idee. Da wo ich arbeite, ist es ein bisschen anders, denn wenn ich über Feminismus reden will, dann reden wir zuerst mal über Frauenrechte. Oder zumindest im Nahen Osten ist es noch ein bisschen komplizierter als hier, habe ich das Gefühl. Aber gleichzeitig sind viele der Leute, die Shows produzieren, häufig weiblich in dieser Industrie im Nahen Osten. Und die Technik-Crew und die Helfer sind häufig männlich. Bei den KünstlerInnen ist es ähnliche Zahlen, wie wir vorhin gesehen haben. Aber als ich angefangen habe, diese Arbeit zu machen, musste ich reinkommen und sagen, hallo, ich bin hier, ich bin der Chef, so werden wir das jetzt machen, hier ist der Ablauf. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann müsst ihr es halt mit mir aufnehmen. Und man muss ihnen genauso begegnen, wie sie einem wiederum gegenübertreten. Also sehr selbstsicher und sich entstellen, einfach sich genauso verhalten. Gleichzeitig vergesse ich persönlich häufig dieses ganze Geschlechterthema. Denn wenn ich darüber nachdenke, dann wird es sich in allem manifestieren, was ich persönlich tue oder fühle. Und deshalb versuche ich einfach so zu leben und das Beste daraus zu machen, was ich produziere oder wie ich fahre. Und dabei sicherzustellen, dass ich niemandem irgendwas antue oder irgendwie verletze. Danke. Als BookerIn habe ich das Gefühl, dass ich manchmal wie jemand verhalten muss und hart sein und hart verhandeln muss. Und Leuten auch sehr hart antworten muss, weil ich sonst nicht das kriege, was ich brauche oder will. Und ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel mit einem männlichen Kollegen zusammenarbeite, wenn er um irgendwas bittet, dann muss er das nicht zweimal sagen und hinterher sein, so wie ich das tun muss. Ich bin nicht sicher, ob es dafür eine echte Lösung gibt tatsächlich. Es ist einfach eine Frage, wie gut man sich erklären kann. Ich versuche also immer sehr klar und transparent zu verhandeln, sehr ins Detail zu gehen, mich nicht zu zwingen, irgendwie zu sein, wie ich nicht wirklich bin, also nicht irgendwie als der Mann agieren, sondern auf meine eigene Art, meine eigene Persönlichkeit zu respektieren. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Niemand sollte sich verstellen müssen. Vielen Dank. Ja, mehr Applaus. Ja, danke. Wie ihr sehen könnt, die Felder, in denen ihr arbeitet, sind recht unterschiedlich und auch der Punkt in der Musikindustrie, in der ihr eure Entscheidungen trifft, in welche Situationen euch ihr stellen müsst, das ist der nächste Block, aus dem wir jetzt lesen werden. Was wir vorhin gehört haben, waren vor allem Erfahrungen von DJs. Und jetzt geht es mehr um die Booker und die Promotion- und Eventmanagement-Szene. Wir glauben, das ist tatsächlich die Sphäre des Geschäfts, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und wenn wir da die Struktur ändern können, sonst landet der Sexismus nämlich hinter den Decks, aber die Entscheidungen werden woanders getroffen.
Deshalb hören wir jetzt ein paar typische Situationen aus dem Feld des Bookings und der Promotion. Ich kriege Anrufe von Bookern und Promotern mindestens dreimal im Jahr. Die sagen mir, dass sie ein Projekt oder ein Event anfangen wollen, wo es nur Frauen hinter den Decks gibt. Mein Eindruck ist, dass sie Applaus erwarten und meine Zustimmung. Und dass es keine neue Idee ist und ich mir nicht sicher bin, ob es so hilfreich ist, nur Frauen-Events nachts zu machen, sind sie ein bisschen enttäuscht durch meine Zurückhaltung. Aber natürlich sage ich ihnen, dass es generell eine nette Idee ist, aber davon abhängt von den Voraussetzungen, vom Namen, vom Setting, von der Beschreibung, vom Event. Und es ist ob das ein empowernder Move ist oder nicht. Ich verstehe nicht, warum die Einbeziehung von Frauen in den Lineups kann nicht eine generelle, reguläre, normale, naturelle Sache sein. Und es ist ein bisschen nervig, dass viele Freunde und Kollegen, für die ich der weibliche DJ bin, oder die sie vorher anrufen, anstatt nur mitzumachen. I notice that at the moment that it's good in the scene to invite female DJs or at least have one act on the lineup, but the event organizers don't stand behind this promoting female acts. Es nervt mich oft, ungefähr 5-6 Mal im Jahr, dass ich immer noch gefragt werde, kostenlos auf Events zu spielen, weil sie weibliche DJs promoten, als ob das ein Charity-Event wäre. Frauen sind nicht keine Charity, verdammt nochmal. Und die beste Art und Weise, weibliche DJs zu promoten, ist, sie anzustellen und nicht so zu fragen, kostenlos zu spielen, um die Möglichkeit auf der Bühne zu kriegen, als ob das ein Geschenk wäre oder sowas. Wenn es von Männern und Frauen kommt, denke ich, dass es leider internalisiert ist, dass Frauen Hilfe brauchen und dass Frauen wenn Frauen ein Event organisieren mit der Idee, dass es nicht bezahlen okay ist. Wir brauchen keine Hilfe, wir müssen ernst genommen werden. Die an nervigsten Situationen zu beschreiben, würde ich die Tendenz von manchen Bookern, Female-Only-Lineups für eine Party zu organisieren und dann anstatt immer ein balanciertes oder ein ausgeglichenes Line-Up zu stellen. Es ist immer noch so, dass Female-Only-Line-Ups sind für mich okay, aber manchmal werden sie halt beschrieben, auf eine seltsame Art beschrieben. Zum Beispiel, einmal hat mich ein Typ Hahn im Korb genannt, weil er der einzige Mann war. Subversiv, aber nicht mehr, aber immer noch diskriminierend und mit einer Art von falsch unterstandene Unterstützung. Dann ist es immer noch so, dass Frauen auf kleineren Floors spielen, Männer auf den größeren Floors oder Primetimes. Was auch passiert ist, dass die Werbung, wenn du ein Showcase mit deiner Crew spielst, wird die Party manchmal angekündigt, als die Gentlemen von der Crew werden für dich spielen. Viele Booker und Organizer vergessen immer noch, dass es Frauen, weibliche DJs gibt, sich auch auf die Sprache geachtet werden sollte. Hey X, do you feel like playing Club XY? So far we have Dude 1, Dude 2, Dude 3, Dude 4. Oh, I don't have time. Okay, can you think of any other women? So these kinds of queries, it's not about my music or the music of other females. It's about any kind of female that you can put on the lineup. I was asked 1 week before a festival that I applied for playing on before and that I also played before in earlier years, if I didn't want to play on Friday night. So far that night there would be only dudes and it would be nice to also have a female on the lineup. But it would be great if I could play something different from what I usually play, which is techno, because the guy before me would be playing cumbia and it wouldn't fit so well. Maybe some funky disco sound? Was sehr häufig passiert ist, dass männliche Booker, die ich treffe, mich in der letzten Minute nach einem weiblichen Headliner fragen. Sie sagen, wir haben schon 90% der Bookings fertig und jetzt ist ihnen aufgefallen, oh, wir haben erst
gar keine oder erst eine Frau in dem Line-Up. Über trans- oder nicht-binäre Menschen reden sie dabei gar nicht erst. Und es ist wichtig, dass man wenigstens versucht, ein balanciertes Line-Up zu haben. Und das merken sie in der letzten Sekunde und dann versuchen sie es letzte Sekunde zu beheben. Dann frage ich zurück, okay, das ist schade. Du denkst jetzt darüber nach, aber das ist eigentlich viel zu spät. Dann sagt er so, ja, aber hast du eine Idee? Wir brauchen eine DJ oder eine Headlinerin, die ein großes Publikum anziehen wird. Dann frage ich zurück, naja, welches Budget habt ihr denn? Und dann sagt er so, nicht mehr viel übrig. Vielen Dank, wir haben für diesen Blog auch ein visuelles Beispiel aus dem Wireless Festival in Finsbury Park, eines der größten Festivals im Vereinigten Königreich. Und ich möchte kurz was zu diesem Projekt sagen müssen. Ja, das ging über die Mailingliste, auf der ich von Female Pressure drauf bin. Jemand hat es drüber gesendet und hat zwei Poster angehängt. Das ist das Originalposter von diesem großen Festival. Ich habe mir die Acts angeschaut, es ist eines der größten Festivals in Großbritannien. Und das war dieses Jahr, also London im Juli 2018. Und ihr seht all die Namen und ich möchte jetzt zeigen, was Lily Allen gemacht hat. Sie hat ein kleines Experiment in Photoshop gemacht zu Hause und sie hat all die männlichen Künstler von dem Plakat entfernt, sodass nur die Frauennamen übrig bleiben. Und sie nannte es "Their Struggle is Real". Hat es über die Mailingliste geschickt und ich möchte euch zeigen, das gleiche Poster, nur mit den weiblichen Künstlern. Ja, das ist nur ein Beispiel, wie das in diesem Business häufig abläuft. Ja. Ja, der Struggle is real. Ich würde euch auch nochmal fragen hier. Ihr versucht ja alle in diesem Feld zu arbeiten und eine besser balancierte Situation zu erreichen. Was glaubt ihr, warum ist es so? Und immer noch, heute in 2018, dass wir so wenige, obwohl ich das Gefühl habe, dass es mehr beworben wird, dass Leute sich ein bisschen mehr anstrengen, dass sie versuchen, mehr weibliche DJs zu promoten. Warum ist es trotzdem immer noch so? Habt ihr da Ideen oder Vorschläge? Ja, normalerweise, wenn ich versuche, ein Festival zu produzieren oder eine Show, dann schaue ich mir die KünstlerInnen und ihre Inhalte an. Ich schaue nicht genau darauf, ob sie weiblich oder männlich sind. Aber die meisten sind tatsächlich Männer. Und ich denke, nur in den letzten 7 oder 8 Jahren hatte ich vielleicht 2, 3 oder 5 Acts, die weibliche Beteiligung oder weibliche Hauptrollen hatten, besonders in Bands. Und ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, da nachzuschauen. Die größeren, erfolgreicheren weiblichen KünstlerInnen sind häufig schwer zu erreichen oder teurer und da reden wir noch gar nicht über andere Felder der Kunst. Es ist tatsächlich wirklich schwierig, sie zu buchen, denn sie sind stark nachgefragt. Alle wollen sie in ihren Lineups haben. Und deshalb kann man viele der weiblichen KünstlerInnen, die man haben möchte, gar nicht bekommen. Und dann diese Debatte, in letzter Sekunde müssen wir nochmal wissen, hey, wen kennst du und wen können wir irgendwie günstig haben? Es liegt daran, dass sie einfach zu spät dran denken, dass das Budget schon weg ist. Um aber nochmal auf dieses Poster zurückzukommen. Es gibt 3 KünstlerInnen, die sie vergessen hat, die sie nicht auf dem Poster gelassen hat. Auf diesem Poster, es gab Cardi B, Lisa Malone und manchmal
sind Leute verwirrt, was die Künstler angeht. Manche der Frauen haben männliche DJ-Namen und du weißt nicht, ob sie Männer oder Frauen sind, bis sie nachher den Reisepass schicken und das ablesen kannst. Ich glaube, in Berlin hatten wir mal eine DJ, ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam. Niemand hat sie gebucht, als sie einen weiblichen DJ-Namen hatte. Und dann hat sie einen anderen Namen angefangen, Leute haben sie gebucht, sie kam auf die Bühne und dann haben Leute erst gedacht, dass sie eine Frau ist. Und so hat sie viel mehr Buchungen bekommen. Trotzdem, Sechser auf dem Poster ist immer noch kein großer Unterschied. Aber aus einer Booking- und Produktionssicht ist es sehr schwer, Informationen über viele der weiblichen Künstlerinnen zu finden, die auf Tour sind. Und ich glaube, ich habe in den Nachrichtenaustausch schon erwähnt, viele der Frauen haben nicht die Freiheit, die die Männer haben, die Männer häufig genießen. Das ist auch eine gewisse Falle. Es geht nicht nur um tourende KünstlerInnen. Manche sind Mütter, manche sind, also sie müssen nicht mal Mütter sein. Sie haben Probleme zu Hause, sie müssen sich um irgendwas kümmern und sie können nicht einfach so durch die Gegend reisen. Deshalb sind sie häufig Teil dieser Gruppe. Also es gibt weniger Möglichkeiten, weibliche Künstler zu buchen, weil sie mehr Obligationen, weil sie mehr Pflichten erfüllen müssen. Und sogar im Westen ist es nicht besonders gut, aber wir vergessen, dass es im Rest der Welt häufig noch schlimmer aussieht, dass viele sich abends nicht auf die Straßen trauen und nicht auf die Straßen dürfen. Und wie würden sie dann durch die Welt touren oder auch nur in ihrem eigenen Land umhertouren? Es ist wichtig, dass du das klar sagst, denn du arbeitest natürlich in einem anderen kulturellen Umfeld. Ja, es ist ein ganz anderes Spiel hier. Und manche von denen, die sich dann darüber hinwegsetzen, die es trotzdem tun, das sind dann die Rebellen, die Feministinnen, aber trotzdem, es sind trotzdem nicht, es ist ein anderer Kampf dort. Und gleichzeitig ist das Gute daran, dass man manchmal dieses, okay, ich mache jetzt das hier und ich passe eh nicht in die Normen der Gesellschaft, dann hast du öfter die Freiheit, einfach zu tun, was du willst und auf das Beste zu hoffen. Emilia, du arbeitest auch in einem Club oder hast einen Club gestartet. Hattet ihr Diskussionen über eure Booking Policy? Ja, wir hatten diese Diskussionen auch, aber wir haben als Kollektiv begonnen und waren uns dieses Themas sehr bewusst. Es ist nicht ideal, aber es ist okay im IFZ, würde ich sagen. Und ich dachte über ein Thema, wo häufig gesagt wird, es gibt nicht genug weibliche KünstlerInnen. Ich würde sagen, das ist nicht wahr. Wir haben Datenbanken, die das zeigen. Das Problem ist häufig, dass sie nie auf die Headliner-Spots kommen, weil sie nicht so häufig gebucht werden wie die Männer. Also ich fand das wirklich interessant, dass die Booker immer die weiblichen Bookerinnen fragen, hey, könnt ihr uns ein paar weibliche Künstlerinnen nennen? Denn ich frage mich immer, habt ihr keine Freunde, kennt ihr keine Frauen, die auch spielen? Warum habt ihr immer nur männliche DJs auf eurem Line-Up? Also die sollten vielleicht erstmal sich fragen, was sie für ein Netzwerk haben. Denn oft ist es ein Netzwerkding. Also sie schauen nicht irgendwie auf Soundcloud, sondern sie buchen einfach häufig ihre Freunde und ihre Bekannten. Wir hatten da eine Frau und ja, viele Frauen spielen, viele Frauen sind Produzenten oder Promoter, aber sie werden nicht so bekannt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen wirklich stärker pushen und diese buchen. Und ja, nicht nur, weil sie Frauen sind, auch die Musik zu hören und so weiter und so fort. Und so geht es darum, eine gewisse Substantialität herzustellen, eine Kontinuität, sodass man diese weiblichen DJs auch nicht vergisst, sie nicht nur einmal einlädt, sondern halt auch Teil des Netzwerks und Teil der Listen hat. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Als ich mit dem Line-Up für diese Fusion dieses Jahr angefangen habe, dachte ich darüber nach, okay, wir brauchen mehr Frauen. Und ich meine, klar, das war eines der vielen Themen. Wir sagten, okay, lass uns versuchen, das zu machen, lass uns eine gute DJ finden und einen guten Live-Act, weil wir sie unterstützen möchten. Aber bei der Suche ist es tatsächlich viel schwieriger, weil man sich viel genauer umschauen muss. Man findet viele interessante Dinge, aber
die Profile dieser KünstlerInnen sind häufig nicht so bekannt oder nicht so gut definiert wie das der männlichen Kollegen. Und ich weiß nicht, häufig, vielleicht geht es auch darum, dass man in diesem Geschäft ein bisschen die Ellbogen auspacken muss, um sich nach oben zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, irgendeinen Grund, warum die Leute nur ein paar Stücke auf Soundcloud haben. Ihr habt keine Facebook-Seite, sie machen keine Promotion. Und das ist häufig der Fall, wenn es Frauen sind. Oder zumindest fällt es mir da häufiger auf. Ich weiß nicht, ob das eine Regel ist oder ein Zufall. Nur um das besser zu verstehen, du hast die Profile angeschaut und dir ist aufgefallen, dass die weiblichen und nicht-binären Profile weniger gut beworben waren oder weniger dargestellt werden. Also ja, genau, der wurde einfach empfohlen von Leuten, die sagten, hey, es gibt ja diese Frau, die macht richtig coole Sachen. Aber es gab nicht so viel im Web oder in der Presse, wie bei den ganzen Männern, wo sie sagen, die gleiche Qualität oder der Inhalte der Promotion. Glaubst du, das ist etwas, was die KünstlerInnen für sich selbst tun sollten oder ist das auch eine Herausforderung für die Promotion? Ich denke, es gibt mehrere Schritte. Ich denke, wenn du anfängst, musst du es für dich selber tun. Du kannst dich da nicht auf irgendwen anders verlassen. Du kannst ja keinen Agenten leisten, weil du sie nicht bezahlen kannst. Du musst es also für dich selber tun. Und ich denke, in dieser Hinsicht müssen die weiblichen KünstlerInnen vielleicht sich einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund spielen. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, wie man sich selbst vermarktet, wie viel Arbeit man investiert und auch ins Selbstbewusstsein steckt. Das ist ja auch immer eine Frage, wann bin ich professionell genug, wann bin ich es noch nicht, wann habe ich dieses Selbstbewusstsein noch nicht. Das ist immer die Frage. Das ist nicht genug, einfach nur in deinem Studio zu bleiben, Musik zu produzieren. Hast du immer noch Sachen, die du hinzufügen möchtest? Oder sollen wir weitermachen? Okay, ich finde es super spannend und ich würde super gerne mit dir weiterreden. Ich glaube, wir machen das Fragen und Antworten später. Ist das in Ordnung? Okay, super cool. Bitte behalte deine Frage im Hinterkopf. Also, ich glaube, wir sollten mit unserem Plan weitermachen und jetzt zur letzten Sektion der Vorträge gehen. Und dieser ist über die Zukunft, die vielleicht weiblich sein wird. Also haben wir uns gefragt über Strategien, wie man mit der sexistischen Struktur umgehen kann und soll in solchen Situationen. In meiner Erfahrung, weibliche Beteiligung ist etwas, dass ich mich selbst in die Konversation bringen und drücken muss. Zum Beispiel rede ich gerade mit meinem Record-Label über die Wahl für Remixes von meinem Album. Und natürlich sind alle Ideen und Vorschläge, die von ihnen kommen, sind Männer. Und ich musste ihnen einfach sagen, und es ist für mich wichtig, dass Arbeit an weibliche Produzentinnen geht. Und es ist etwas, was ich nicht diskutiere. Und es war tatsächlich sehr schnell auch dann akzeptiert. Aber es ist etwas, was von mir kommen müsste. Es ist immer noch was der Industry-Reflex hier ist, einfach, dass das nicht so ist. Ein Freund von mir bucht Partys für einen größeren Club in Deutschland. Sie hat viele männliche DJs, die wieder spielen wollen. Und um die Problematik zu erstimmen, dass Frauen da auch mal in die Booth kommen, musste sie einen Vorschlag machen, dass männliche Künstler, die spielen wollten, mussten eine Künstlerin oder einen Queer Artist vorschlagen. Und es gab dann auf einmal Jungs, die dann gesagt haben, sorry, ich würde super gerne, aber ich kann mich an niemanden erinnern. Und einer von denen war jemand, den ich tatsächlich kenne und ich glaube tatsächlich, er ist tatsächlich wirklich gut auch in Verbindung mit einer weiblichen DJin von mir und sie ist genauso professionell und hat dieselben Events gespielt wie er in den letzten Jahren und ich glaube, mochte ihre Musik, ihren Stil nicht so gerne aufzulegen oder vielleicht hat er auch nicht an sie gedacht und vielleicht fand er auch die Idee nicht gut. Ich weiß nicht, die Idee hat am Ende funktioniert. Dann hat sie mir davon erzählt, dass sie das irritierend fand, dieses Feedback. Das war ein bisschen, ja, aber es ist immerhin ein Versuch. I find it important that male artists can kind of be part of the critical process. We need more cis feminists. I hope that the people who work with our artists, because they like them and not because they have tits. Okay, danke euch. Das waren drei Möglichkeiten, wie wir vielleicht
Strategien entwickeln können, diese Strukturen zu verändern. Ich finde es super interessant in dieser letzten Runde hier, dass es offensichtlich in dieser Buchungs- oder in diesem Sphäre des Bookings von Veranstaltungen, dass es schwierig ist, Künstlerinnen zu finden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass es Frauen in dem Bereich gibt und die werden vielleicht einfach nicht genug promoted oder bewerben sich selbst nicht genug. Was bedeutet es eigentlich, selbst genug zu promoten? Wer macht die Entscheidung, wer trifft die Entscheidung und wie viel Arbeit müssen wir eigentlich in diesen Entscheidungsprozess stecken? Es ist einfach schwieriger, weibliche Künstlerinnen zu treffen, aber vielleicht ist es auch einfach Teil des Jobs eines Bookers, sich diesen Effort und diese Energie reinzustecken, bis sich die Dinge verändert haben. Da war schon eine Frage im Publikum. Ich glaube, es sollte jemand vom Content mit einem Mikrofon rumlaufen. Ist sie da? Ah, sie ist da drüben, okay. Vielleicht nehmen wir ein Mikrofon von der Bühne. Ah, wir haben ein Mikrofon im Raum. Okay, wir machen jetzt mit den Fragen. Hallo, vielen Dank für dieses Panel. Ich glaube, es ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit, um Leute miteinander zu verbinden. Und ich wollte euch fragen, weil ihr die Buchung für Kulturkosmos macht, ob es eine Quote für dieses Festival gibt. Besonders, also bei dieser Buchung, die du machst und ob es da eine Genderquote gibt. Ah, du meinst so eine akademische Quote und wir sagen, wir machen so und so viel Zahlen an DJen und nee, das gibt's nicht bei uns. Ah, okay, danke. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es das geben sollte. Ja, weil ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, die man diskutieren sollte, Quoten prinzipiell. Glaubst du, das ist eine gute Strategie? Was ist deine Meinung dazu? Also in meiner eigenen Erfahrung, ich glaube, wenn es diese Quote gibt, ja, also man hat dann diese Regel und muss diese Quote irgendwie erreichen. Und wir haben auch so viel darüber geredet, wie man Künstlerinnen präsenter machen kann, wie man erst an Künstlerinnen denken kann, wie man nicht das ganze Budget auf Künstler verschwende direkt. Ich glaube, all das kommt auch rein und spielt auch da rein, wenn man eine solide Quote für weibliche oder nicht-binäre Acts hat. Also das mag wahr sein, aber dann verliert man auch den natürlichen Weg, wie man das macht. Also wenn man sobald man diese Quote hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so natürlich, organisch und ohne Quote ist man vielleicht etwas flexibler und dann kann man vielleicht sagen, okay, wir haben 20 Künstlerinnen oder stattdessen nehmen wir 25 oder 15. Ja, ich glaube, das ist das große Dilemma, über das wir reden. Es gab auch diese Erfahrung von Leuten, von Künstlerinnen, die nur gebucht wurden, weil sie Frauen waren und ich glaube, weiß auch, wie sie blöd sich das anfühlt. Und ich glaube, wenn es eine Quote gibt, dann, das ist vielleicht auch ein Effekt von dieser Quote. Also ja, ich weiß auch nicht, was wir tun sollen. Aber danke dafür, das zu organisieren. Okay, vielleicht, weil wir gerade beim Thema Quote sind, vielleicht könnt ihr noch was hinzufügen von eurer Erfahrung. Maya, vielleicht du. Ja, also die letzten Jahre habe ich ein bisschen im Programm gehabt für Mensch Meier in Berlin und am Anfang hatten wir irgendwie überlegt, wir haben wahrscheinlich dieselben Gespräche gehabt wie ihr beim IFZ, ob eine Quote gut oder schlecht ist, ob sie nötig ist. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile und der größte Vorteil ist tatsächlich, dass man sie erfüllen muss und das Schlimmste daran ist, dass man nur über Geschlecht nachdenkt der Künstlerinnen und das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem dabei. Und zu Mensch Meier vielleicht noch, wenn man zusammen mit Cruise Absprache-Protokoll, also wenn das Teil des Deals ist, Teil des Vertrags ist, dass den man unterschreibt, da steht drin, ob es diverses Line-up geben soll und dass wir inklusiv sein wollen, und zwar female, also weiblich, trans, nicht-binär, also halt ein möglichst divers aufgestelltes Programm. Und ich glaube, als Crew gab es
gar keine Female, also weiblichen Künstlerinnen. Und wir haben halt gesagt, das ist echt ein Problem, weil ich meine, irgendwas muss sich daran ändern. Und dann haben sie gesagt, nein, Booking ist abgeschlossen und Line-Up steht. Okay, dann haben wir gesagt, okay, dann buchen wir uns selbst und buchen uns ein paar Leute rein und ihr müsst euch dann, müsst ein paar Leute wieder rausschmeißen. Also haben wir nie wieder mit denen zusammengearbeitet. Ich möchte auch noch was hinzufügen an der Stelle, und zwar als DJin habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich in meiner Karriere, wenn ich das so sagen kann, hatte ich männliche Freunde, die mich mitgenommen haben in ihr Netzwerk und mich gebucht haben in den besten Spots. Und ich glaube, das war eine große Möglichkeit, eine große Chance für mich. Ich habe immer gespielt auf dem Techno-Floor, nachts um zwei, ganz viele Leute haben mich gesehen. Und dann haben mich andere Leute gebucht. Und das ist, sie haben mich immer vorgeschlagen als Künstlerin. Und dafür bin ich super dankbar. Und ich glaube, es ist nicht normal. Und es ist immer noch nicht normal. Und das ist das, was ich so, was für mich ist was ganz Großes eigentlich. Das ist das größte Problem, so wie ich das sehe, von meinem persönlichen Perspektive aus. Und das ist auch, weil dieser Freund, wir haben einen Freund, Kollege, wir haben eine Freunde, kollegiale Interessengemeinschaft eigentlich da. Und es ist nicht nur, es geht nicht darum, wie soll ich sagen, er will mich nicht buchen, weil er mich ficken will. Es geht echt mehr um die Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist irgendwie, das kann passieren. Es kann passieren auch andersrum, wissen wir alle. Aber ich glaube, so diese Vermischung von Interessen, und dabei geht es dann oft um Macht. Und dann hat man diese Probleme, die dann entstehen. Und wenn man dieses Netzwerk hat und diese Freundschaft, Kollegialität, die man zusammen hat, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was wir uns als Ziel setzen sollten. Zusammen mit Frauen, weiblich, männlich, trans, nicht binär, wie auch immer. Das ist mein persönliches Ziel. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ich glaube, hier sind zwei Hände, die nach oben gehen. Vielleicht erst das im Weißen hier vorne, genau. Und dann das im schwarzen Shirt mit dem schwarzen Hut. Okay, also wenn das in Ordnung ist, dann würde ich gerne zwei Beobachtungen teilen, die ich als Bucher, also als Mann in dem Feld mache oder gemacht habe. Ich arbeite seit etwa 5 Jahren sehr viel daran, Künstlerinnen zu pushen und zu fördern und auch sie in größere Slots zu pushen. Und in Berlin ist das glücklicherweise noch nie wirklich ein Problem gewesen, absolut wunderbare Künstlerinnen und unheimlich gute Künstlerinnen zu finden. Und ich möchte noch etwas anknüpfen, was Asia erwähnt hat, dass es darum geht, dass man, wenn man pushy ist, als Teil davon DJ zu sein. Ich kriege unheimlich viele Facebook-Nachrichten von weißen Männern, die sagen, oh, ich liebe dein Festival, kann ich da spielen, das ist mein Sound. Und wenn sie das gut schreiben und nett schreiben, und dann höre ich mir das zumindest an. Meistens ist es sehr langweilig, aber manchmal ist es eben nicht so langweilige Musik, und dann würde ich das in Erwägung ziehen für eine Buchung. Und ich habe noch nie so eine E-Mail oder Nachricht von einer Künstlerin bekommen. Und das ist wirklich, also ich wollte das noch sagen, vielleicht könnt ihr das einfach machen und dann funktioniert es manchmal. Ich glaube, der andere Punkt über Self-Promotion ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung, sich nicht selber zu promoten und sich zu entscheiden, ah, ich bin underground und ich verlasse mich einfach auf Mundpropaganda, aber dann wirst du vermutlich einfach nur auf den Partys deiner FreundInnen spielen. Und wenn du mehr Primetime-Spots auf großen Festivals erreichen möchtest, dann ist eine große Frage, die ein Bucher sich auch fragen wird oder die eine Bucherin sich fragen wird, ist, bringt diese Künstlerin ihre eigene Crowd mit? Und wenn ich sehe, zum Beispiel ein Soundcloud-Profil sehe, das nur 70 FollowerInnen hat und auch nur, oder es kann nicht meine Facebook-Seite gibt, dann gehe ich einfach davon aus, dass die Person keine Kanäle hat, um mit ihrer eigenen Crowd zu kommunizieren. Und das ist eine sehr riskante Buchung. Und dann würde ich vielleicht nicht unbedingt bereit sein, in diese Person zu investieren oder das Risiko einzugehen und würde stattdessen vermutlich nach einer anderen Künstlerin suchen. Danke. Ja, da möchte ich was zurückfragen. Ja, es ist super wichtig,
die Zahlen sich anzugucken, wie viele Leute hören den Sachen zu, aber eigentlich ist doch irgendwie auch der Punkt, welche Musik macht dieser Mensch und magst du es? Und als Booker, als jemand, der das bucht, wenn du es magst und du findest es gut, dann ist es doch irgendwie auch Ziel, dass du es machst. So, warum ist es wichtig, wie viele Zahlen und Followerinnen ich auf Soundcloud habe und mitbringe? Ja. Also natürlich als ein Bucher buche ich natürlich nur Acts, wo ich die Musik liebe. Also sonst ist das natürlich der Sinn der ganzen Sache. Das ist die erste Sache, nach der ich suche. Aber wenn ich auch eine Party plane für ein Festival plane, dann weiß ich, dass ich so und so viele Leute brauche, die auf dem Floor sind. Und ich weiß auch, dass ich eine bestimmte Menge an Leute brauche, die auf dem Floor sind und glücklich sind. Und das gibt mir zumindest etwas Sicherheit, besonders wenn ich eine Person buche, die ich nicht persönlich kenne, wo ich nicht genau weiß, ob die Person ein Standing in der Szene hat oder wenn ich zum Beispiel eine Person von einer anderen Stadt reinbringe. Also wenn es keine persönliche Verbindung gibt, sondern nur die Musik, dann sind es einfach Fragen, die Teil des Business sind. Geld, Geld, ja? Ja, ich verstehe den Teil, wie bekannt ist der Künstler, die Künstlerin. Aber ich glaube, du solltest dir auch im Klaren darüber sein, dass du Zahlen kaufen kannst und Follower kaufen kannst. Und ich weiß, dass Männer das viel machen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich, daran möchte ich Kritik üben. Und das finde ich echt schlimm. Und ich finde es ziemlich interessant eigentlich, dass wir jetzt gerade... Möchtest du noch was dazu sagen? Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben angefangen mit... Den Perspektiven weiblich, non-binär, wo man halt immer nicht wieder ernst genommen wird. Und ich frage mich, wie viel hat es damit zu tun, wie viele Zahlen oder wie sehr man ins Business einsteigt, dass das damit zusammenhängt und was man denkt, was man dort finden wird, glaube ich. Also ich meine, das ist irgendwo so ein bisschen das, was mich da gerade treibt. Und ich glaube, ich als weibliche Person, die da eintritt in dieses Business, ich glaube, wir haben andere Dinge, die uns da passieren werden, als wenn man als Mann in das Business einsteigt. Also vielleicht ist das auch eine Frage, wie Leute sich promoten und weißt du, was ich damit meinen will oder was ich zum Ausdruck bringen will? Ich glaube, da war die Frage noch. Du willst, das war vielleicht anderer Inhalt? Ich habe deinen Namen vergessen, Entschuldigung. Du, Shamin. Also du hast gesagt, dass viele OrganisatorInnen von Partys, wo du arbeitest und in den Ländern, wo du arbeitest, sind Frauen? Ja, vor allem in Jordanien. Da gibt es eine große weibliche, junge Frauen, auch ein bisschen eine ältere Generation, die sich da aktiv zeigen. Aber gleichzeitig die Zahlen sind ziemlich ähnlich, wenn es um die Gender-Balance geht. Die Partizipation ist anders, also wenn es um die Buchung geht. Also ich produziere Shows und Festivals, ich buche und manage Künstlerinnen und Inhalte. Also wenn ich ein Booking produziere... Das war vielleicht ein Missverständnis. Also bei den Party-OrganisatorInnen, sie sind Frauen. Aber viele von den Acts sind immer noch Männer? Also da sind die Zahlen ähnlich, meinst du? Ja, richtig. Okay, das macht keinen Sinn für mich, das verstehe ich nicht ganz. Warum? Weil wir Frauen sind, müssen wir Frauen buchen? Ich glaube, das ist so eine Sache, die finde ich jetzt, das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht verstehe ich die Frage jetzt gerade auch nicht. Gibt es da eine Frage? Also vielleicht denke ich da einfach falsch, aber ich dachte eigentlich immer im Musikbusiness, das geht es sehr um Beziehungen und man bucht Leute, die man kennt und bucht FreundInnen und ich dachte eigentlich, ein großer Teil des Problems ist, dass die viele Bucher sind und dass viele Clubbesitzer Männer sind und dass wenn sich dieses Level des Management ändert, dann würde es vielleicht auch mehr weibliche Beteiligung geben. Ich glaube, manche aus der älteren Generation gucken auch sich große Sachen an. Also in Jordanien ist es immer noch ein sehr frischer, junger Markt. Man hat wahrscheinlich über Dubai und Libanon und Palästinien gehört. Die Palästinien, die Jordanien hat noch, ist noch bekannter, sicher zu sein für Geflüchtete. Und unser Ziel ist nicht unbedingt für Musik und Entertainment. Also wenn dann manche Produzentinnen
Produzieren, dann machen sie entweder um Geld zu machen oder um einen großen Künstler, Künstlerin zu bringen. Dieses Jahr bringen sie Tom Jones. Also es ist so, wow, Tom Jones und J-Lo, das sind so die Sachen. Das ist das, worüber man sich freut, wenn man es bucht. Aber wenn wir über die unabhängige Musikszene redet, und das ist das Feld, in dem ich mich vor allem interessiere, und da geht es wirklich darum, die Künstlerinnen zu finden, die man buchen möchte. Und ich glaube, oft geht es wirklich darum, es ist viel einfacher hier, weil wenn ich einen Künstler aus dem Mittleren Osten bringen möchte, das ist so teuer, ich muss die einfliegen, unterbringen, ganze Crew, und deswegen strukturieren wir oft irgendwie so was, wo dann andere Städte sich involvieren, und wir organisieren uns alle zusammen und wir teilen dann die Kosten und organisieren quasi so eine Tour, und da sage ich jetzt dann gar nicht mehr darum, ob weiblich oder männlich, aber wenn ich Tausende von Dollars ausgebe, um einen Künstler oder eine Künstlerin zu bringen, die niemand kennt, dann muss man das als Kollektiv zusammen und Produzentinnen zusammen buchen im Mittleren Osten und in Nordafrika, und wir versuchen halt Auftritte und Künstlerinnen zu organisieren, die up and coming sind, also die neu sind, die schon ein bisschen Media Aufmerksamkeit haben. Es ist echt unfassbar teuer, und ihr seht Künstlerinnen irgendwie so jeden anderen Tag, und wir haben diese Option einfach nicht. Es ist viel, viel komplizierter dort und schwieriger. Ich glaube, es ist, was du gesagt hast, ist das Management austauschen und weiblich machen. Ich würde da ganz klar sagen, wenn man das so sagt, das ist für mich so ein bisschen könnte potenziell was verändern, aber es ist irgendwie dann doch auch wieder was anderes. Ich glaube, ich würde da gerne auch fragen, es ist ja nicht nur, geht ja nicht nur ums Musikbusiness, es geht ja auch um andere Themen, und es ist eine viel tiefer steckende Struktur. Wir haben dieses Panel und haben damit angefangen, und wir hatten irgendwie keine Idee, wo das hinführen würde. Und man kann sich hier hinsetzen und darüber beschweren und sagen, oh, es ist so schwierig, Aber wir wollten eigentlich nicht beschweren, sondern wir wollten es einfach nur illustrieren, wie es ist, wie das tagtägliche Leben da ist. Und wir sind hier, um hier zu sitzen und darüber zu diskutieren. Und ich habe wirklich keine Idee, wie wir es verändern können. Und ich glaube, es gibt Strategien, aber es fühlt sich nicht so an, als ob die Zahlen seit 6 Jahren die Faktenstudie von Female Pressure Untersuchung stattgefunden hat, und das ist irgendwie 6% Anstieg, und aber das Thema ist irgendwie immer noch da und so präsent, aber es verändert sich irgendwie nicht, und ich buche Sachen selbst und ich habe immer noch nicht die perfekte Strategie, es zu machen, und deswegen sind wir hier, um auch vielleicht darüber zu reden, ein bisschen tiefer einzusteigen in das Thema, und vielleicht geht es mehr darum, vielleicht möchte irgendwer von euch dazu auch noch was sagen. Da hinten ist noch eine Frage, Carina. Also ich denke auch, dass es wirklich sehr naiv ist zu sagen, gib mir einfach den Kontakt, wenn du eine Künstlerin bist, weil wir so anders erzogen werden als Männer. Also wir werden nicht erzogen, um uns selbst zu verteidigen, wie viele Männer, oder für uns selber zu promoten. Also wir werden so erzogen, um uns quasi im Hintergrund zu befinden, und wir sollen nicht zu bewusst und nicht, Leute nicht so bewusst machen der Tatsache, der Sachen, die wir tun. Also ich glaube nicht, also wenn ich noch Musik machen würde, dann würde ich zu einem männlichen Bucher gehen und sagen, hey, hör dir mal meinen Kram an, weil ich glaube, ich bin total gut. Selbst wenn ich glaube, dass ich gut bin. Weil das passiert einfach nicht. In dieser Gesellschaft, das ist einfach nicht die Realität. Ja, du wolltest auch da hinten? Ja, möchtest du dazu was sagen? Ja, dazu möchte ich sagen, zu dem, was du auch gesagt hast, es ist auch eine tiefere Frage, warum sind Frauen nicht in diesen Situationen, in dieser Position, wo sie zu einem Booker gehen und sagen, hey, hör meine Musik, ich will hier spielen, warum ist das so? Und das ist irgendwie ein tieferer Punkt, wo wir hingehen sollten, wo es halt nicht ums Musikbusiness geht und so weiter und so fort, sondern was ist die Frage ist mehr so, warum sind wir so sozialisiert, dass wir nicht rausgehen und sagen, hey, hier bin ich, ich will hier spielen und ich mag meine Musik und hör sie dir an. Da hinten ist noch eine Frage. Also um ehrlich zu sein, also ich habe auch eine eigene.
also ich weiß nicht, ob ich das machen kann, aber ich werde das jetzt einfach mal machen. Aber wenn es auch um diese Sache geht, mit was sie gesagt hat, dass wir nicht erzogen werden, um das zu machen, und dann ist so die Antwort so, aber du solltest einfach das Gleiche machen, was die Männer tun. Und ich hasse das so unglaublich, weil es ist einfach so, es bedeutet einfach nur, versuch so wie ein Mann zu sein. Und ich glaube, es macht einfach viel mehr Sinn, einen Mittelweg zu finden, der für alle funktioniert. Und wo es nicht darum geht, den Frauen zu sagen, dass sie sich verhalten müssen wie Männer, wenn sie irgendwas erreichen wollen in dieser männerzentrischen Industrie. Denn das bedeutet, dass der männliche Weg, also aggressiv zu sein, progressiv zu sein, ist der einzige Weg. Natürlich in Jobs, es geht auch um Marketing, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt andere Möglichkeiten. Und ich glaube, ich wollte ein paar Informationen dazu teilen, die vielleicht interessant sind für ein paar Leute. Also zum Beispiel im IT-Bereich gibt es auch ein Problem mit dem Finden von Speakerinnen. Und es gibt eine Gruppe von Frauen, die eine Webseite gegründet haben, die heißt speakerinnen.org. Und dort kannst du dich einfach anmelden und deine Informationen reintun und zum Beispiel auch Videos von Talks, die du gehalten hast, reintun. Dann können Leute dich finden. Denn ich glaube nicht, dass es keine guten Künstlerinnen, Sprecherinnen gibt. Denn es gibt sie. Es gibt keinen Grund, dass es sie nicht geben soll. Es gibt keinen Grund, dass weniger als 50% dieser Leute, guten Leute, Frauen sein sollten. Also es ist... Hört sich an wie eine dumme Entschuldigung, dieses so, ich konnte niemanden finden, die gut ist. Stattdessen hätte ich jemand Schlechtes nehmen müssen. Dann hast du nicht lange genug und gut genug gesucht. Und vielleicht brauchst du Hilfe, aber ich glaube nicht, dass jemand sagen kann, ich konnte keine finden. Also in Jordanien ist es vielleicht schwierig, also gerade mit den weiten Reisen. Aber in Deutschland zum Beispiel, wenn er sagt, ich konnte keine gute DJ finden, dann glaube ich das nicht. Ich glaube es nicht. Wir finden sie und sie kommen auch. Ja, ist noch eine Frage da hinten? Ja, genau, du hast eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, es geht nicht darum, warum sind wir sozialisiert, uns zu verhalten, sondern wie können wir Frauen empowern und bestärken darin, um sich vielleicht anders zu verhalten und in der Lage zu sein, sich anders zu verhalten. Und ich glaube... Die interessante Frage ist, wie können wir Plattformen schaffen, die es einfacher machen für BucherInnen? Also ich meine, es scheint ein großes Problem zu sein, vielleicht ist es ein richtiges Problem. Also können wir Leute stärken und empowern, wenn es darum geht, dass sie präsent sind? Also nicht in einem, also auch auf eine kollektive Art und Weise und nicht nur als Individuen. Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Ja, ich möchte da dazu sagen, also darüber, wo du auch gerade geredet hast, wo du gerade gesprochen hast, ist, dass wir kurz über Patriarchismus und Kapitalismus sprechen müssen, einfach nur um es zu kurz zu benennen. Weil alles, was wir gerade geredet haben, besprochen haben, ist das System, welches einfach abgefuckt ist. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir über die sozialen Strukturen im Allgemeinen sprechen. Es ist nicht nur in der Musikindustrie, sondern es ist überall so. Und warum ist es so? Und was müssen wir verändern? Ich weiß, es ist riesig, es ist ein riesengroßes Bereich und es ist schwierig, irgendwie alles zu verändern, aber wir müssen da tiefer einsteigen. Und ich glaube, wir müssen das versuchen und analysieren und diskutieren. Ja, danke an euch alle. Und ich wollte auch noch fragen, wenn da jetzt vom Publikum aus nichts mehr kommt, dann frage ich vielleicht nochmal was. Emilia, du hast das Kollektiv gegründet, dieses Kollektiv, was auch eine Strategie ist vielleicht, um Teil zu sein von dieser Musikindustrie. Und ich würde ganz gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du dich dazu entschieden hast und was dann passiert ist seitdem. Wir haben damit angefangen, wir haben ein paar mit Events, wir haben Workshops gemacht, wir haben Filme gezeigt, wir haben Networking-Events angeboten, wir hatten Panels und von dem Punkt an haben wir viele Frauen gehabt, die gesagt haben, wir wollen einander treffen, wir wollen darüber reden, wir wollen unsere Erfahrungen austauschen und deswegen ist es jetzt quasi als Kollektiv nochmal gestartet worden, weil beim ersten Mal waren wir, glaube ich, 50 Frauen, 5-0, ja, 50. Also das ändert sich wirklich jedes Mal, so von Meeting zu Meeting, aber jetzt sind wir vielleicht 15, also 1,5, die das daran regelmäßig arbeiten. Aber wir haben uns auch entschieden, ein Manifest zu schreiben. Und
weil wir eben gesagt haben, wir haben immer diese Erfahrung, wir reden immer darüber, aber wir wollen auch etwas ändern. Also müssen wir darüber politisch nachdenken. Denn wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Wir können es nicht alleine machen, weil es ein soziales Problem ist, ein gesellschaftliches Problem. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, dieses Manifest zu schreiben und eben auch herauszufinden, was die sozialen Probleme sind, die existieren, und eben auch politische Strategien zu finden, um das anzugehen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Und ja, ich hoffe, dass wir das bald veröffentlichen werden, vielleicht in ein paar Monaten. Aber ich glaube, also es ist gut, zusammenzukommen und miteinander zu reden und auch mit den Männern zu reden. Denn wir brauchen sie auch, nicht nur Frauen alleine. Manchmal ist es ganz nett, untereinander nur zu reden, aber es ist auch wichtig, miteinander zu kämpfen, auch mit non-binären, trans, inter Menschen. Genau, also alle zusammen. Was ist es eigentlich, nur um es richtig zu verstehen, was du machst mit dem Kollektiv? Also was das Ziel ist? Wollt ihr Events machen? Ja, wir treffen uns jetzt gerade erstmal nur und reden und diskutieren und wir organisieren Events. Aber ja, wir treffen uns und reden. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Und zu verschiedenen Themen. Wir reden zum Beispiel darüber, was wir praktisch tun können. Also wir brauchen mehr weibliche Security, wir brauchen mehr Awareness, wir brauchen eben den Teil mit der Buchung, wir brauchen auch mehr Technikerinnen. Also diese ganzen Sachen, also diese ganzen verschiedenen Arbeitsgruppen, also dieses Arbeitsfeld, in dem wir arbeiten, bei Clubs und in der Musikindustrie, wo es zu wenig Frauen und andere Menschen gibt, das ist ein riesiges Feld, an dem wir arbeiten wollen. Und wir möchten auch Texte lesen zusammen, ja. Denn viele Leute haben schon darüber nachgedacht, in den 70ern oder schon früher, und sie haben hatten die gleichen Diskussionen, die gleichen Debatten. Das ist manchmal super traurig, diese alten Texte zu lesen und zu sehen, dass sie wirklich exakt die gleichen Probleme hatten und sich das nicht verändert hat. Also wir können vielleicht da anfangen und dann können wir nochmal darüber nachdenken, weil wir dieses Material schon haben. Und ja, genau, dann müssen wir die Gesellschaft verändern am Ende. In Verbindung damit, von dem Mikrofon vorhin, ich möchte auch daran erinnern und uns daran erinnern, an den Titel des Ganzen zu erinnern, des Panels. Wenn ich die Revolution höre, das ist ein Riot Girl Song und das ist eine Bewegung, die in den Anfang der 90er passiert als eine Antwort auf die männerdominierte Punkwelt und Punkszene. Und das war eine Zeit, wo die Bands fast alle Punkbands waren Männer und die Groupies waren die Frauen. Und das Riot Girl Movement hat sich gegründet daraus, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und die haben so diese DIY, also diese Do-it-yourself, selber machen zu Attitüde, und dass auch Frauen Gitarre spielen können und auch performen können auf der Bühne ohne Grenzen. Und das ist was für mich, was ich super inspirierend finde und gut finde. Ja, super schöne Vorbilder, diese Bewegung. Und das ist so ein bisschen was vielleicht auch dein Kollektiv, einfach nur zusammenkommen, reden und dann sich wieder öffnen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Strategie. Ich glaube daran. Noch eine Frage? Wenn wir nur darüber sprachen und wenn wir über Strategien sprechen, ich glaube, eine Sache, die möglich ist, solange die Entscheidungen, die Entscheider von weißen Männern wie mir getroffen werden und weißen Jungs wie mir, dann ist es vielleicht wichtig zu identifizieren, wer sind männliche Alliierte, also so Freunde und Unterstützer, und vielleicht auch Menschen darin zu verwandeln. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, das anzugehen, und da kann man davon abhängig machen, wie etabliert man ist. Aber wenn man Freundinnen oder Freunde hat, die DJs sind, man kann einfach mit denen die Probleme auch mal besprechen und mal gucken, ob sie darauf gut reagieren. Und eine Sache, die ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich eingeladen werde, als DJ auf einer Party zu spielen, und wenn ich immer sehe, es ist ein rein männliches Line-Up, dann sage ich immer so, hey, guck mal, findest du es nicht ein bisschen komisch jetzt, 2018? Nur Männer dazu haben, so vielleicht. Und normalerweise schlage ich dann jemanden vor aus meinem Umfeld und sage dann, hey, super cool, vielleicht würdest du zu der Party passen, dann könntest du dann, ja. Und ich glaube, wichtig ist irgendwie zu anderen Bookern Kontakt zu suchen und zu anderen Festivals, mit anderen Festivals
Und es wäre schön, ganz ehrlich, wenn ich ein paar mehr meiner männlichen Kollegen im Publikum hier sehen würde. Genau, ja, absolut. Also ich möchte dir nur sagen, ich habe wirklich viele Leute eingeladen. Ich habe viele männliche Bookers eingeladen, die ich auf der Fusion kenne und die ich von der Fusion kenne von verschiedenen Floors. Ich habe wirklich viel Arbeit gemacht da. Ich habe wirklich viel gearbeitet und ich sehe nicht viele von ihnen hier jetzt. Und das ist auch eine Sache, über die wir nachdenken können, denn das Thema ist ziemlich heiß gerade und ja, aber wir können auch weitermachen mit Fragen. Ich wollte eigentlich nur fragen, was du machst. Funktioniert das eigentlich? Funktioniert das gut? Und wie oft funktioniert das, dass sie akzeptieren, eine Freundin mitzunehmen? Ich glaube, weil es jetzt ein ziemlich heißes Thema ist, dann freuen sie sich eigentlich sehr und sind sehr dankbar dafür. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber ja, ich glaube, in den Fällen, wo ich dann eingeladen werde, dann hat es immer funktioniert. Noch eine Frage? Ist es okay, eine Geschichte zu teilen, statt eine Frage zu stellen? Ich glaube, es ist super wichtig, was Emilia gesagt hat, dass wir die Männer mit an Bord holen müssen. Das klingt irgendwie sehr deutsch, was ich gerade hier sage. Ich möchte eine Geschichte erzählen, was mir passiert ist mit einem männlichen Freund von mir. Ich habe angefangen, als DJ zu arbeiten. Und ich hatte meinen allerersten Gig und ich hatte einen Freund, der mitgekommen ist mit Gästeliste. Und ich war super glücklich, dass er mit war, weil ich hatte das Gefühl, er würde mir Unterstützung geben. Und er hat sich super abgeschossen, was völlig okay ist, wir waren auf einer Party. Aber er hat dann meinen Gig verpasst. Und dann hat er sich noch mehr betrunken und als ich ihn dann gefunden habe, und dann hat er mir gesagt, so, ey, du hättest echt besser sein können. Und ich habe ihn irgendwie angeguckt und gesagt, so, hey, du warst nicht hier, du hast den ersten Track gehört und dann warst du weg. Und ich war super, super genervt und wütend. Und dann hatte er eine halbe Stunde später vergessen, dass er mir das gesagt hat. Was ich damit sagen möchte mit der Geschichte ist, dass es ziemlich tiefgreifend ist. Es passiert nicht nur in männlichen Freunden im Kopf, dass ich was gemacht habe, was nicht gut genug war. Und das ist... Er hat es vergessen und es ist was tief in ihm ist, dass ich einer Freundin sagen muss, du warst schlecht. Und dann habe ich ihm das gesagt und ich glaube, das habt ihr auch gesagt, mach den Mund auf. Und er hat sich super geschämt, als ich ihm das gesagt habe. Und ich würde echt gerne alle motivieren, macht euren Mund auf. So, macht euren Mund auf. So. Danke, danke. Also vielleicht noch als bevor. Also es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel ein Mixer, der mit einer Mixerin, also ein Mann und eine Frau arbeiten zusammen am Mischpult und sie haben zusammen beim Festival gearbeitet und sie wollte das Mixing machen und die Leute waren immer so, haben immer mit ihm geredet, also welches Kabel, wie können wir das einstöpseln. Und er hat sie wirklich unterstützt und hat gesagt, ich weiß es nicht, ich bin nur der Assistent, fragt sie. Sie macht das Mixing, sie ist zuständig. Und dann ist es wieder passiert. Wo können wir das einstecken? Kannst du mir das sagen? Und dann hat er wieder gesagt, so, ich weiß es nicht, sie macht das. Und dann beim dritten Mal haben sie es wirklich gerafft und haben sie gefragt. Und das ist, glaube ich, auch eine Strategie, um Frauen zu unterstützen. Und das ist auch etwas, was Teil dieser Debatte ist, wenn wir über DJing reden, dass es etwas ist, das als sehr technische Sache wahrgenommen wird. Und das ist ja, was die Gesellschaft als etwas Männliches dann konnotiert. Also das sollten wir auch wirklich nicht vergessen. Diese Idee, das sehen wir in vielen von diesen Geschichten, die ihr am Anfang erzählt habt. Also sobald da eine Frau hinter den Decks steht, dann ist es so, das ist zu technisch. Und dann wird nicht als Teil ihrer Fähigkeiten angesehen. Ich habe gerade realisiert, dass ich nicht Teil des Musikbusiness bin und ich bin einfach nur Teil des Publikums hier. Aber ich glaube, mir ist gerade aufgefallen, ich kann auch reden und ich kann über gute Künstlerinnen sprechen, die wir sehen und einfach mehr über sie reden, weil wir müssen ihnen einfach mehr Aufmerksamkeit schenken, damit sie sich selber nicht selbst promoten müssen, sondern wir können es auch für sie machen. Ja, perfekt. Und vielleicht danke. Ist das auch, was wir uns vornehmen sollten. Und da ist noch eine Frage, wir haben noch vielleicht 5 Minuten. Ich habe 2 Dinge. Eine Sache, wenn wir über Strategien sprechen, dann sagen wir immer, wir müssen unten anfangen, von unten nach oben, weil wir müssen diese Dinge alle lernen. Und
komme aus der Punk-Szene und ich spiele in Bands schon seit 15 Jahren. Und ich spiele die Drums, ich spiele Schlagzeug. Aber ich kenne keine anderen Frauen, die am Schlagzeug sitzen oder an Gitarre spielen. Und ich spiele oft mit Männern und männlichen Freunden zusammen. Und ich denke oft, mache ich viele Workshops. Wenn wir sowas machen wie Workshops auf Festivals, wie wir das nennen, die Bühne zurückerobern in Mülheim, wir machen da DJ-Workshops und für Technikerinnen und für Instrumente und wir lernen und verbinden uns und wir unterstützen einander. Und das ist die andere Sache, die ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es ist im DJ-Kontext, aber wenn da Frauen und Mädchen sind, dann unterstützen die sich selten. Und die sagen dann oft so, hey, ich bin hier und ich bin hier alleine und ich möchte dann nicht mit jüngeren Frauen sprechen, ich kenne dich nicht und deswegen ist mir auch egal. Was steht dir den Punkt? Ja, es geht darum, solidarisch zu sein, solidarisch miteinander zu sein, anstatt nur zu versuchen zu sagen, ich bin alleine und ich muss meinen Weg alleine gehen. Da hinten ist noch eine Frage am linken Rand. Ah, und am rechten Rand auch. Ah, Entschuldigung, du musst rumlaufen. Hi, danke für den Talk. Es ist super schön und es ist auch schön zu hören, die unterschiedlichen Perspektiven zu hören. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr am Thema vorbei ist. Es geht mir um ein Statement, was ich machen möchte. Oh, ich werde das Mikrofon mal ein bisschen dichter an den Mund halten. Ist das besser? Okay, ich hoffe, dass es nicht zu sehr am Thema vorbeigeht jetzt. Ich glaube, menschliche Gleichheit und Gleichwertigkeit ist super wichtig. Und zum Beispiel, wenn männliche Booker mit Frauen, weiblichen Künstlerinnen und Bookerinnen arbeiten, da eine Gleichwertigkeit, vor allem auch gleiche Gehälter für gleiche Arbeit zu bekommen. Ich glaube, dass es nicht nur Männer mit Frauen arbeiten sollten, aber auch dasselbe gilt für die ethnischen Ethnien. Er spricht über Race auf Englisch, was auf Deutsch mit Rasse irgendwie eine andere negative Konnotation hat. Deswegen hatte ich gerade Probleme, das Wort hier zu übersetzen. Nur so für euch als Kontext noch. Ja, danke, dass ihr eure Erfahrung hier teilt. Als wir gesprochen haben über Strategien, möchte ich vielleicht noch sagen, dass es, glaube ich, wichtig ist. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir definitiv Männern beibringen müssen, sich als Feministen zu verstehen. Ich wollte auch die Möglichkeit nutzen, ein bisschen Werbung zu machen, weil wir haben noch einen anderen Talk später um 9:30 Uhr. Der wird über das Festival Femme Rebellion gehen. Das ist ein anderer, neuer Versuch, Dinge zu verändern in der Musikindustrie. Danke. Vielen Dank. Gibt es noch vielleicht eine andere dringende Sache, die gesagt werden sollte? Ah, die Kameraperson möchte etwas sagen. Gibt es andere Leute, die etwas sagen wollen? Nein. Ah, danke, okay. Hi, ich wollte eigentlich nur erwähnen über Blank als positives Beispiel. Es gibt Technikerinnen, DJs, ist ein super schönes Beispiel, wie es auch funktionieren kann und dass es möglich ist. Bist du von About Blank, weil du ein Zitat hast? Also gibt es eine Quote, aber gibt es nur einen Female DJ pro Nacht? Okay, das wäre interessant gewesen, aber ja. Schnell, die andere Frage noch, oder ist es vorbei? Ja, ist vorbei. Okay. Eine Sache, die ich noch zu sagen habe. Das ist noch etwas. Also wenn ihr DJ-Artists, Künstlerinnen sucht, dann geht auf die Female Pressure Database, da könnt ihr schauen, denn ihr könnt nach Stadt filtern dort, zum Beispiel Berlin. Du kannst sagen, du suchst eine Techno-DJ, das ist kein Problem.
Ich glaube, jetzt sind da etwa 25 Seiten von Künstlerinnen und nicht-binären und Trans-KünstlerInnen. Es gibt super viele Möglichkeiten, tolle neue Musik dort zu hören. Also das ist wirklich eine Strategie, die ihr auch anderen männlichen Bookern empfehlen könnt, wenn sie sich beschweren, dass sie niemanden finden. Aber es ist vielleicht ein bisschen Arbeit, aber ja, genau. Ja, noch eine große Runde Applaus für alle Leute auf der Bühne und alle Leute im Publikum, bitte. Vielen Dank. Und genau, das war quasi nur der Anfang. Oder vielleicht, ich denke, naja, viele von euch reden ohnehin über das Thema und wir würden euch gerne ermutigen, weiter über das Thema zu reden. Und wir haben schon viele Strategien gesammelt und werden versuchen, sie in eurem Arbeits- und Fanleben einzubauen und zu integrieren. Und du wolltest noch etwas sagen über etwas, was genau jetzt passiert. Ja, ich wollte noch eine kurze Einladung aussprechen. Oder möchtest du die aussprechen? Willst du das machen? Ich mach das. Denn der nächste Talk ist, die Speakerin ist leider sehr krank und konnte nicht kommen. Und deswegen haben wir jetzt stattdessen etwas Zeit und haben uns gedacht, dass es vielleicht schön ist, wirklich aktiv zu werden. Und ich würde euch gerne einladen, euch uns anzuschließen, weil wir gerne eine Aktion zusammen machen würden. Denn wir werden uns hier treffen, bald um etwa 8:30. Wir wollen eine Gruppe haben und wir wollen nur unsere Hosen tragen und keine Shirts tragen. Wir wollen eine große Gruppe sein, alle zusammen, Männer und Frauen, was auch immer, es ist egal. Wir wollen alle zusammen ohne Oberteile über das Fusion Festival gehen. Denn der Grund ist, dass es eine große Diskussion gibt bei dem Festival darüber, über Männer ohne Tops. Ja, nein, warum? Und die Sache ist, dass wir wirklich einen Punkt machen wollen, dass ich kann mich nicht einfach ohne Oberteil auf die Bühne setzen, weil dann muss ich mich in der ganzen sexuellen Belästigung herumschlagen und Männer können das einfach tun. Und genau, deswegen wollen wir uns zusammentun und ich lade euch alle ein, dass wir zusammen Spaß haben und das einfach tun. Also lasst uns hier um 8 treffen. Danke. Genau, so, das war das Panel. Vielen Dank. Das war Alisa, Asia, Emilia, Shemain, Yala Fine und Sanek. Also vielen Dank nochmal. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein paar von den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Ich habe das auch gerade nur bei Audio gekriegt.